zweiten Punkt. Das ist sehr wichtig. Gut, wir werden auf ein paar Kapitel kurz eingehen, was wir hier niedergeschrieben haben, vor allem zur Ausrüstung. Wir sind der Ansicht, dass der Lehrer auch dementsprechend für einen Lernerfolg erreichen zu können, dass er auch in der Lage sein muss, dementsprechend die Kenntnis aus der Ausrüstung umzusetzen. Aber vorhin gehört das System Schnee, Gerät, Mensch, das muss zusammen harmonieren. Wie gesagt, das Gerät oder die Ausrüstung ist auch ein wesentlicher Teil zum Lernerfolg. Dann ein großer Teil in der Technik. Wir schauen in der Technik wieder genauer hin. Wir haben die Grundlagen in der Biomechanik gesucht. Wir haben dann auslagert die Inhalte nachher in den verschiedenen geschrieben, nachher in den Büchern haben wir daraus abgeleitet. Also wir wollen richtig sein. Wir wollen nicht etwas erzählen, was wir meinen, es sei richtig, sondern wir haben uns hier auf Messungen berufen, wir haben wirklich Spezialisten aus dem Bereich hier zugezogen. Und auf der Piste, das soll nicht zu mechanisch daherkommen, aber der Lehrer soll immer wissen, wo er sich bewegt, dass er den richtigen Ball und den richtigen Pass nachher spielen kann. Gut, Stefan hat das vorhin gezeigt, der Betrachter der Technik, da schauen wir vor allem zwei Punkte an, den Menschen mit seinen Voraussetzungen und auf der anderen Seite eigentlich, wie das System Skifahren in diesem besonderen Beispiel funktioniert. Das betrachten wir nachher hier als Ganzes. Also der Mensch im Hintergrund mit seinen Voraussetzungen mit dem System Ski. Hier noch einmal zurück zum System Ski. Wie gesagt, es funktioniert genau gleich in den anderen Körper, Gerät, Schnee. Und dann die ganze Auseinandersetzung oder das, was zwischen den Zeilen steht, was passiert mit den Gerätefunktionen, was passiert aus der Grundposition. Wie setzen wir die Bewegungen sinnvoll ein und nachher wie komponieren wir nachher die verschiedenen Formen daraus, wie wir sie nachher im Gelände nachher brauchen. Hier wir vertiefen den Teil, hier gehen wir zusätzlich auf zum Beispiel Aktions-Reaktionsprinzip ein. Hier vergleichen wir Verläufe der Fahrlinie der Skis mit den Verläufen der Körperschwerpunkt. Und Körperschwerpunkt, das gibt uns nachher wieder Aspekte, wie zum Beispiel die Schwungwechsel aussehen, wie die Auslösungsmöglichkeiten aussehen, wie wir das Gerät stören können. Dann nicht zuletzt die Gelenkachsen, die uns helfen, die Betrachtung wirklich fokussiert da hier einzubringen. Hier kurz zum Design aus der Vogelperspektive, Verlauf der Körperschwerpunkt, nach dem Verlauf der Fahrlinie der Skis mit Beispielen, zum Beispiel das Blutdrehen. Parallel schwingen, kurz schwingen oder auf den schwimmenden Formen, wie wir sie kennen. Hier kurz zu den Körperachsen, Schulter, Hüft und eine fiktive Fußachse, die wir zusammen spielen, im Zusammenhang mit den Bewegungen, mit den Bögen strecken, mit den Kippen knicken, und auch mit den Verschiebungen, mit dem Drehen. Und hier interessieren uns vor allem auch die Aspekte, wie wir mit der Körperspannung in der Lage sind, die einzelnen Körperteile zu stabilisieren, möglichst einen Effekt auf dem Gerät zu provozieren. Dann zusätzlich, und das haben wir bislang noch nicht gemacht, wir nehmen auch die kleinen Bewegungen dazu, also nebst den größeren, auch die kleinen Bewegungen aus den Füßen, Bewegungen in den Händen, Armen und auch im Kopf, die nachher nicht zuletzt ganz zum Beispiel bei den Sprüngen oder Slopestyle, die da ihre entsprechende Gewichtung bekommen. Schlussendlich die Konsequenzen für den Unterricht. Also die Technik wirklich als Handlungsgrundlage, die besten Möglichkeiten zu ziehen und wirklich effizienten Unterricht zu bieten. Ich glaube, die Gründe, warum das Gäste den Schneeunterricht besuchen, die liegen auf der Hand. Lernerfolg lässt sich immer verkaufen. Mit dem Lernerfolg kommt auch der Spaß dazu, das lässt sich sowieso auch immer verkaufen. Und dann die richtigen Karten zu ziehen, nach dem Sinne der Sicherheit, das lässt sich auch immer verkaufen. Damit haben wir die drei wesentlichsten Gästebedürfnisse erfüllt und die Emotionen, die werden dann entsprechend von uns selber fließen, wenn das Lächeln sich dann bis zu den Ohren zieht. Wenn es so aussieht, dann glaube ich, dann ist irgendetwas falsch, wenn die Leute auf den Stöcken nehmen. Hier einen kurzen Abriss, wie wir zum Beispiel, wenn wir die Form Familien, wie wir sie brauchen. Ski hat sich hier wirklich in die Breite entwickelt. Wir werden nachher schauen, wir haben einen großen Block drin mit Airstyle, mit Slopestyle, mit Freeride.
und auch das Thema Race und Synchro behandeln. Hier, das ist eigentlich eine Darstellung wie von einem Stammbaum der Schwungformen, wo sie ihren Ursprung hatten, und auch wie sie weiterentwickelt wurden über die Variation der Parallelschwung und dann kam der Kurzschwung und dann haben wir die Möglichkeiten mit den nächsten Möglichkeiten aus dem Kurzschwung. Hier jeweils, wenn wir bei den Formfamilien die Bücher aufschlagen, dann haben wir auch immer die Phasen definiert. Hier wären es die Sprungphasen, bei den Sprüngen sind es die Sprungphasen, bei den Schritten die Schrittphasen. Und hier berufen wir uns wirklich auf die Basis. Wie gesagt, dann biomechanische Grundlagen, die Verläufe von Fahrspuren, Körperschwerpunkt, auch in Bezug Kantenwechsel, Belastungswechsel, wann, wo, wie findet der statt bei den Schwungwechseln. Dann die Möglichkeiten mit den auslösenden Prinzipien, wie die sinngemäß in der Situation bei mehr oder weniger Geschwindigkeit oder schnell in der Stadt einsetzen können und auch spielen können damit. Dann Störprinzipien, das Spiel oder die Auseinandersetzung rutschen und schneiden. Wann eher rutschen, wann eher schneiden. Auch heute, wenn wir den Rennsport anschauen, tägliches Brot, tägliche Auseinandersetzung. Aber vielleicht ein Riesenslalom beobachten, die Nadelbohnen im Ziel haben, es nicht immer alles möglich zu schneiden und dann wird taktisch ausprobiert. Und dieses Spiel findet dann auf den Pisten statt, damit die Gäste in der Lage sind, ab und zu auf Sprünge rutschen zu können. Dann, wenn der Platz da ist, Sprünge schneiden zu wollen, sagen wir jetzt wollen, das passiert dann nicht immer, aber möglichst immer im Sinne der Geschwindigkeitskontrolle, damit dann auch weniger Unfälle stattfinden. Hier die Konsequenzen nachher, wenn wir die Formen beschreiben. Das war eine Aufgabe von unserem Verband, dass wir das künftig für unsere Ausbildung vertiefter machen. Man sieht das nicht sehr gut, aber hat hier zum Beispiel bei den Reihenbildern, dann sehen wir die Verläufe der Phasen und die Phasen sind also nachher, wenn wir dort auf die rechte Seite schauen, sind die nachher dementsprechend auch so im Block nachher beschrieben. Dann praktische Tipps ergänzt, gehe nicht zu stark ins Detail. Und danach kommen wir zum Unterricht, eigentlich die praktischen Ansätze, wie wir die Leute auf der richtigen Stufe abholen, damit wir sie nicht überfordern, aber auch nicht unterfordern. Auch im Sinne, zum Beispiel im Zusammenhang mit den Emotionen, die kommen dann schnell, wenn die Gäste müde werden, oder wenn sie vielleicht sich zu fest aus dem Fenster lehnen, dass wir sie zurückholen müssen. Also da müssen wir in der Lage sein, auch hier den richtigen Böck methodisch und der richtigen Lernstufe zu spielen. Wie gesagt, auch unser Verband, auch unser Präsident hat gefragt, ja, warum muss die Kiste mit den Sprüngen so groß sein? Warum beanspruchen wir so viele Seiten? Ich glaube, wenn wir heute auf die Piste schauen, unterschiedlich der Skistationen, wir sehen sehr viele junge Leute mit Twin-Tips, wir sehen die Parks, wie sie sich entwickeln, wir sehen die Szene, wie sie sich auch qualitativ entwickeln. Das ist auch ein Challenge. Ich gehöre auch nicht mehr zur Generation, die alle Sprünge macht und alles Lobster-Tricks. Aber unsere Jungen, die kommen, die müssen in der Lage sein, hier auf den Markt zu reagieren. Da müssen wir bereit sein, und sonst geht es an uns vorbei. Dann auch das Thema mit den Slope-Tricks, mit den verschiedenen Möglichkeiten. Auch hier, wenn wir von Lifestyle sprechen, ich habe hier gestern in der Partymeile ein Stück vom Film Der Weiße Rausch gesehen. Sehen wie dort auch von der Kleidung her, wie die Emotionen spielen. Die Leute haben sich sehr schön angezogen, mit Blazer und Krawatte. Heute sind es auch die großen Hosen. Teilweise, wie wir gestern am Skihang gesehen haben, die engen Hosen in den 70er Jahren. Also die Kleidung und der Lifestyle, aber wenn wir hier in die Runde schauen, das spielt also hier stark. Dann das Thema mit dem Synchro, mit den Möglichkeiten, wie wir das mit den Gästen auch spielen können, mit den Kindern. Hier einfach ein paar kleine Zeichnungen, wo wir die Fantasie unserer Lehrer ein bisschen anregen und die diese Punkte im Sinne der Teambildung in den Gruppen nachher entsprechend einsetzen. Dann das Thema mit dem Freeride in aller Munde, hier am Malmberger Mekka des Freerides. Das sind viele andere Stationen, die hier einen großen Marktanteil haben, auch hier die Bekleidung, sehr typisch, Leute kommen sehr gut ausgerüstet, das Gerät ist spezifisch. Mit der Rockertechnik heute, aber auch die Kleider mit den Helmen, mit den Hosen, mit den Emotionen, die sie spielen. Weil auch hier weiß ist mehr als nur eine Farbe. Das könnte ein Slogan heißen, wenn wir zum Beispiel offen ist. Dann auch ein Kapitel zum Thema Race.
der Lage sind, einen Kurs im Slalom und im Riesenslalom setzen zu können mit verschiedenen technischen Aspekten. Nicht zuletzt dort, wo wir funktionierende Skiclubs haben oder erfolgreiche Skiclubs haben, wo eine erfolgreiche Jugendförderung betrieben wird. Dort entstehen auch meistens die erfolgreichen Skischulen, die dort von diesem Potenzial aus einer Grundausbildung in der Jugend oder nachher in der Kinderskischule in Verbindung mit unseren Leuten nachher profitieren. Dann, wie gesagt, wir sind nachher selbstverständlich herzlich eingeladen zu den Workshops. Ich gebe jetzt das Wort wieder Stefan, der wird das Ganze weiter moderieren. Vorläufig besten Dank. Dann kann man die Beine anwenden und auch die Hüfte von der anwenden. Damit man nicht raus, wenn man dann stärkeren Schlager ist. Ja. Nächste Frage. Wie geht man damit an den Lift oder an den Sessel? Für den Lift haben wir da vorne ein Bänder, und wir einhängen können den Bügel. Und wenn wir oben ankommen, ist da so ein Patentverschluss. Können wir hier ziehen und dann geht das auf. Dann sollten wir keine Wände für die Leute darstellen. Und am Sessel nicht? Ein Mechanismus mit einem Kabelzug. Wenn wir umstellen müssen, dann können wir so mit dem Krückenstiel aufstützen. Und wenn wir umstehst, dann sollte es klappen, dass wir die Höhe vom Sessel da unten reingehen. Und oben können wir unseren Sessel abstoßen und dann wieder weg. Okay, danke Hans. Jetzt zu Thomas. Zu einem Workshop. Wie läuft der ab heute? Wer kann mitkommen? Können alle mitkommen, die Interesse haben, mal zum einen in ein Gerät zu sitzen. Wir haben Dual- und Monoski-Box hier, die man benutzen kann. Wir haben drei Instruktoren. Wir haben Kapazität für 12 Leute, das heißt, zwei Leute sind mit einem Instruktor unterwegs. Man kann reinsitzen, das selber ausprobieren und gleich auch hinter dran die methodischen Kniffs und ersten Schritte machen. Die andere Gruppe ist mit Hans und Wendy und mir unterwegs im Gelände, um diese Technik des Transports und auch die Probleme auf der Skipiste, die da auftreten können, die wir dann vorstellen und gleich erleben werden. Zudem werden wir am Anfang als Einführung unsere Ausbildungsstruktur vorstellen, die dann in der nächsten Saison eingeführt wird und dann auf übernächste Saison dann implementiert wird in uns die Ausbildung. Danke vielmals. Im Team die Seelensport. So ist euer Snowboard-Lehrmittel so einzigartig? Ja, unsere Gäste, die tragen ja etwas breitere Hosen, somit tragen wir als Lehrer auch etwas breitere Hosen. Und unser Lehrmittel ist genauso breit. Wir haben von den Sprüngen, über die Sprünge, über Pistentricks, über Halfpipe, über Rail, haben wir alles drin. Und es ist nicht nur die Formen sind beschrieben, wir haben auch konkrete Übungen darin, wo jeder, der Snowboard unterrichten will, vom ersten Tag an bis zum Experten seine Antworten auf seine Fragen findet. Dann, wie präsentiert ihr heute euer Lehrmittel im Workshop? Wir werden das Lehrmittel von den Pistentricks ausangehen, und zwar die Bewegungs-, wir haben so Bewegungsverwandtschaften, und die werden wir anhand von den Pistentricks werden wir die aufbauen. Und dann fehlen natürlich noch die Emotionen, und die Emotionen, die werden wir nachher anhand von Sprüngen und Spielformen, die wir auch im Lehrmittel definiert haben, aufzeigen. Danke, Isa. Bitte. Und weiter geht's. Disziplinenchef Telemark. Ja. Guten Morgen miteinander. Michel, was ist jetzt hier in diesem Lehrmittel Telemark so speziell? Also eigentlich ist es so, schon, dass wir so ein Lehrmittel schreiben konnten, war sehr speziell für uns und hat viele Emotionen geweckt.
Und da würde ich auch gerne mal unserem Verband Danke sagen, weil es ist sicher nicht selbstverständlich. Dieses Lehrmittel deckt eigentlich alle Bereiche ab im Telemarkt, die wir heute kennen. Und wir haben versucht, von den Schrittformen bis zu den Kombiformen alles so zu beschreiben, was telemarktspezifisch ist. Natürlich hat es auch Technikseiten mit Reihenbildern und dann zu jeder Technik gibt es dann auch methodische Input, um das zu erlernen. Du hast gesagt, die Entstehung des Buches sei doch emotional gewesen. Es war auf der Freudeseite, der positiven Seite für euch. Und jetzt musst du mir mal sagen, welche Seite ist in diesem Buch die emotionalste? Also für uns ist sicher die Seite 220 die emotionalste, weil sie doch etwas über die Geschichte und den Spirit des Telemarks beschreibt. Und wir möchten heute in unseren Workshops mit diesem Spirit die Technik umsetzen und vor allem viele Emotionen wecken auf den Tellys. Danke, Michi. Danke für den Spaß. So, Isa hat es. Für die Langläufer, was ist speziell in dem Mittellanglauf? Also erstens auch, wir sind die wahrscheinlich kleinste Disziplin in der Schweiz, noch. Und das wird wahrscheinlich ein Pluspunkt sein, dass wir als kleinste Disziplin sicher das Lehrmittel auf drei Sprachen haben, wie alle anderen Disziplinen. Das Spezielle darin wird sein, dass wir die Bewegungen, die Koordination der Langlauftechnik einfach ins Lehrmittel mit dem Lehrmittel aufzeigen und auf verschiedenen Wegen diese Bewegungen natürlich dem Gast beibringen. Was macht ihr heute im Workshop? Wie werdet ihr arbeiten? Wie funktioniert das? Wir haben uns mit den meisten Nationen schon ziemlich intensiv darüber unterhalten. Das war schon vorweg mal interessant. Somit haben wir schon auch abgesteckt, dass das nicht doppelt und dreifach aufgetragen wird. Wir werden uns mit den Bewegungen und mit diesen Verläufen, die Armbewegung und die Beinbewegungen zu koordinieren, befassen. Okay, danke. Dankeschön. Okay, dann, du hast dein Buch vorgestellt. Darüber werdet ihr auch diskutieren im Workshop. In welchen Sprachen finden die Workshops heute statt? If I have known that the translation is not working, I would have done the presentation in English, so we'll continue in English. The gathering for the workshops will be in the stadium between 10:15 and between 10:30. And the workshops will be held in, as I mentioned, in English, in French, in Italian, and German. So, benvenuti alle 10:15 dell'organizzazione delle stazioni per il lavoro sulla pista oggi. Rendez-vous a 10:15 dans le stadio con la présentation sur les choses que nous avons présentées ici, plus détaillées, plus pratiques. Et une partie, c'est faire du ski beaucoup et faire un bon échauffement pour cette intention. Merci beaucoup, à bientôt. Information zu den Lehrmitteln.